Hallo, heute bemale ich ein paar Kultisten für meine Frostgrave-Bande. Das, was mir dazu anfällt, für die Rettung dieser Welt, Friedenspanzer. Ich will heute mit meinen Malkünsten mal etwas Neues ausprobieren. Ich will mal mehr ein bisschen was austesten und habe mir auch ein paar Ideen gemacht, wie ich diese Kultisten für Frostgrave so bemalen werde, dass sie an sich grundsätzlich sowohl alleine als auch in der Masse stimmig sind, von ihrem Farbmuster her, dass sie trotzdem genug Kontrast bieten und einen Wiedererkennungswert haben und dass sie sowohl individuell als auch als Ganzes einfach sehr schön und beeindruckend aussehen. Dafür habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe hier diese Farbe Monster Brown und jedes Mal, wenn ich hier heute irgendeine Farbe benutzen werde, außer Washes und Metallfarben, werde ich ein kleines bisschen, und ich meine wirklich nur sehr wenig, von diesem Monster Brown in die Farbe mit reinmischen, damit so alle Farben ein stimmigeres Farbbild haben auf der Figur. Und damit trotzdem genug Kontrast entsteht, habe ich mir jetzt immer für jede Miniatur zwei Hauptfarben ausgesucht, die beide Komplementärfarben oder fast Komplementärfarben sind und dementsprechend einen schönen Kontrast bieten. Und daher werde ich den ganzen Stoffteil von den Miniaturen, hier sehen wir jetzt, hier werde ich zum Beispiel das Grün und das Rot benutzen, sodass die Farben sich so ein bisschen ergänzen und trotzdem durch das Monster Brown aufgewertet werden. Dann würde ich sagen, ich muss euch das jetzt nicht für jede der einzelnen Farben, ihr seht ja auch da, welche ich benutze, einzeln zeigen, wie das funktioniert. Ich würde sagen, ich nehme mir einfach mal eine Miniatur und zeige das exemplarisch für alle. Mit Alien Purple und Monster Brown werde ich mir jetzt die erste Mischung für meine Grundfarbe Lila anmischen. Dabei werde ich mir wirklich etwas von dem Lila nehmen und es mit ein bisschen Monster Brown, so dass die Farbe leicht geändert wird, aber auch nicht zu stark, vermischen. Wenn ich eh schon dabei bin, kann ich dasselbe auch mit meinem Dämonic Yellow machen, da die Farben ja an derselben Miniatur sein werden und es bietet sich halt gerade an. So, jetzt nehme ich mir meine neue Farbe und schaue, welche Teile ich anmalen will von der Miniatur. Ich will noch genug, damit später auch Sachen gelb werden können. Dementsprechend werde ich die Maske und dieses Kleidchen und die Dinger hier, diese Armschienen, wahrscheinlich lila bemalen und diesen Hauptkörper von dem Kerl hier, dieses Tunikartige, das werde ich dann wahrscheinlich gelb machen. Wie immer, die Farbe trotzdem gerne etwas stärker verdünnen, damit das Ganze hier schön in die Vertiefung läuft und direkt eine erhöhte Plastizität bewirkt. Mit der Demonic Yellow und Monster Brown Mischung werde ich jetzt, doch tatsächlich etwas mehr von dem Modell bemalen. Ich glaube nämlich, ich werde sogar die Maske gelb malen. Schlicht und ergreifend einfach, weil ich doch mehr Lila jetzt auf der Figur habe, als ich eigentlich dachte. Und ihr wisst ja, wenn ihr mein Death Guard Video gesehen habt, in dem ich meine Plague Marines bemalt habe, dass ich diese Gelb-Lila-Kombination sehr, sehr schätze. Ja, sieht auch, finde ich, richtig schön fies aus. Mit dem puren Monster Brown werde ich jetzt noch einige kleine Details bemalen, um die Stimmigkeit des Farbschemas nochmal etwas zu verstärken. Da dachte ich zum Beispiel hier an den Köcher, den kann man da ziemlich gut nehmen. Ich habe die Farbe jetzt auch ziemlich stark verdünnt. Ja, weiß nicht, war eher so eine semi-gute Idee. Zum Beispiel oder dieses, ich habe hier noch so ein kleines Dreieck übrig gelassen, was ich auch noch nicht farblich bearbeitet habe. Mit Oak Brown und einem Tropfen Monster Brown, wie bei den ganzen anderen Farben auch, werde ich jetzt noch einige andere Details an der Miniatur bemalen. Zum Beispiel hier an der Armbrust, den Holzteil und ja, eigentlich nur das. Mit Necromancer Cloak und einem kleinen bisschen Monster Brown, ihr habt's erraten, werde ich jetzt noch schnell die Schuhe
von dem Kerl hier bemalen. Danach seid ihr, wenn ihr meinen Schritten hier ziemlich genau folgt, quasi mit den Grundfarben, bei denen ihr dieses schöne Monsterbraun beimischen solltet, auch schon fertig. Danach kommen jetzt noch wenige Details, also eigentlich nur ein Detail, nämlich das ganze Metall hier. Und wenn ihr damit fertig seid, geht's ans Waschen. Und wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr das Modell auch eigentlich schon benutzen. Mit Gunmetal werde ich jetzt noch schnell die Metallteile bemalen. Metallteile ist bei dem Kumpel hier jetzt nicht so viel. Wenn ihr jetzt einen Kultisten habt mit, ich sag mal, mehr, mit so Schwertern oder sowas, ist es natürlich mehr Aufwand. In dem Fall werde ich jetzt nur hier diesen, einmal diesen kleinen Bolzen hier bemalen und die Köcher. Mit Softone werde ich das Ganze jetzt noch waschen. Wie ihr seht, also ich habe jetzt noch den Willen, dass ich mit dem Softone wirklich auch nochmal die ganzen Farben noch weiter zusammenführe und so wirklich eine einheitlich aussehende Figur zu schaffen. Ich nehme Softone, weil Softone tatsächlich softer ist als Strong oder Darktone. Und ich wirklich nicht will, dass die ganzen Farben jetzt zu sehr verspielt werden. Aber wie ihr seht, das Ding macht genau, was ein Wash machen soll. Alles wird nochmal schön akzentuiert und gehighlightet. Dadurch auch indirekt. Und das Schöne ist jetzt dadurch, dass die ganzen Dinger hier so ein bisschen warm sind, sage ich jetzt einfach mal. Durch das warme Braun, was ich überall reingemischt habe, wirkt der Nekromant, also der Zauberer, den ich hier oben bemalt habe, dagegen doch sehr kalt und stellt auch einen Kontrast dazu dar. Und das war mir besonders wichtig, dass man auch auf dem Tabletop, also Tabletop war Spielfeld, dass man dort auch einen deutlichen Kontrast hat zwischen den Modellen und dass der dadurch mehr heraussticht und die Modelle hier aber wiederum auch besonders aussehen. Und ich finde, diesen Effekt habe ich jetzt ganz schön damit erreicht. Also, wie es jetzt wirklich ist, muss ich erst sehen. Ich habe mir fürs Frostgrave-Spielen bei dem Modular Dungeon habe ich mir ein paar Teile bestellt. Also ich habe mir ein paar Modular Dungeon-Dinger geholt. Die werden irgendwann jetzt noch ankommen und ja, dementsprechend freue ich mich da. Mit einem Mix aus Orkblatt, Alien Purple und Monster Brown werde ich das Ganze jetzt trocken bürsten, beziehungsweise eben die Lila anstellen. Boah. Boah. Ich bin etwas erkältet, schätze ich. So, dabei gehe ich jetzt logischerweise einfach mit dem Trockenbürstpinsel über die Lila anstellen, um nochmal doch noch einen leichten Kontrast zwischen dem Gelben und dem Lila zu betonen, damit das Ganze doch noch etwas schöner für das Auge wird. Dasselbe wiederholen wir jetzt mit Demonic Yellow, Moon Yellow und Monster Brown. Ich muss hier leider wegen meines überdimensionalen Trockenbürstpinsels etwas vorsichtig sein. Ich habe leider keinen kleineren in meinem Sortiment. Aber man sieht, wie das Ganze hier nochmal aufgehellt wird. So, jetzt ist unser Kultist, würde ich sagen, bereit, um auf Schatzsuche mit seinem Magier zu gehen. Ja, ich hoffe, ihr konntet bei diesem Tutorial hier einiges mitnehmen. Ich habe mir diesmal wirklich Mühe gegeben, das Ganze einerseits schnell zu machen, aber andererseits auch wirklich mit einem schönen Ergebnis. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich kann den auch mal drehen. Ja, sieht, finde ich, wirklich nicht verkehrt aus. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Ciao.